Die iranischen Behörden haben die christliche Konvertitin und Menschenrechtsaktivistin Mary Fatemi Mohammadi verhaftet. Das meldet die Menschenrechtsorganisation Article 18. Die 21-Jährige sei am 12. Januar in der iranischen Hauptstadt Teheran verhaftet und an einen unbekannten Ort gebracht worden. Nach Angaben der Organisation ist sie eine der wenigen christlichen Aktivisten, die sich noch im Iran befinden. Mohammadi berichtet regelmäßig über inhaftierte Christen und kritisiert das Regime, weil es die Menschenrechte missachte. Nur kurz vor ihrer Verhaftung hatte sie auf Twitter geschrieben, dass die Menschen im Iran sanfter Unterdrückung ausgesetzt seien. Diese sei aus ihrer Sicht für Betroffene schlimmer als Tränengas oder Schlagstöcke. Auch hatte sie in den sozialen Medien auf 10 christliche Konvertiten aufmerksam gemacht, die derzeit aufgrund ihres Glaubens inhaftiert seien. Am vergangenen Wochenende trafen sich rund 130 Medienschaffende zum christlichen Medienkongress in Schwäbisch Gmünd. Experten aus Kirche, Medien und Wirtschaft nahmen daran teil. Einer der Kongressverantwortlichen, Dan Peter, empfiehlt Christen, ihren persönlichen Glauben in den Medien zu kommunizieren. Also, was bedeutet der Glaube für mich, um es nachher übertragbar zu machen für die anderen? Und ich glaube, um das platzieren zu können, muss ich natürlich zu bestimmten Themen, die passieren, aufmerksam hinschauen, wo ist da der christliche Aspekt. Nicht nur, wo ist da der politische Aspekt, der Gesellschaftsansatz, sondern wo hat Kirche, wo hat Glaube hier noch einen ganz besonderen Bereich mit einzubringen. Kernthema des Kongress war die Glaubwürdigkeit in den Medien. Ich glaube, dass in den Medien ein ähnlicher Vorgang ist wie im direkten Gespräch. Sie müssen ein Gesicht sehen, beziehungsweise nachvollziehen können, wer ist die Person, die hier spricht. Und das heißt für mich inzwischen, eine Art Dreidimensionalität auch im Netz zu haben. Nicht nur einfach irgendwelche tollen Sätze oder quasi ein Plakat im Netz aufhängen oder im Fernsehen aufhängen, sondern dass nachvollziehbar wird, wer sagt das, wer steht dahinter und wie sieht die Arbeit aus, die dazugehört. Wo kann ich auch nachfragen? Ist es möglich, hier in Kontakt zu treten, eine Beziehung auch über neue Medien zu schaffen? Dan Peter sieht bei diesem Thema auch Handlungsbedarf für Kirchen. Da die Menschen viel in den Medien unterwegs seien, müsse die Kirche ihnen auch dort begegnen. Ich bin immer noch sehr dankbar für Radioandachten und Ähnliches, aber ich glaube, auch im Netz müssen Angebote da sein, auf die Menschen automatisch stoßen, wo sie nicht lange suchen müssen, weil sie die Suche gar nicht im Kopf haben, sondern wo sie drüber stolpern und dann dialogfähig sein. Das ist die neue Herausforderung für Kirche. Der christliche Medienkongress findet alle 2 Jahre statt. 2020 trafen sich die Medienschaffenden damit bereits zum 6. Mal.